Anja Cavalieri, TV Bux, sie startet auf der Bahn 1, die erste der U23-Meisterschaften dieser Disziplin aus dem Vorjahr. Das war in Aarau, bei warmen Temperaturen. Noemi Salamin-Seasion auf der Bahn 2, vierte der U20-SM 2017 über die 400 Meter. Dann Manuela Keller, die Teamkollegin von Julia Sen auf der Bahn 3. Silke Lemmens, LK Zug auf der Bahn 4. Sie ist die Favoritin mit 55,52 gelaufen in diesem Jahr. Sie war an der U23-EM in Jävle in der 4x100 Meter Staffel und über 200 Meter am Start. Andrea Rutschmann, LV Winterthur, die Lokalmatadorin, dritte der SMU 20, 2017 über die 200 Meter. Sie startet auf der fünften Bahn. Carol Koch, LRTV Appenzell auf 6. Alice Ryska, SAVÜL auf der Bahn 7. Und Aline Glor vom STB Leichtathletik auf der Bahn 8. Die dritte der Schweizer Meisterschaft U23 aus dem Vorjahr über diese 400 Meter Distanz. Silke Lemmens groß im Bild. Auf der Bahn 4 geht sie ins Rennen. Sie, die Favoritin, 55,52 gelaufen in Meilen. In diesem Jahr, das heißt im August war das, aber auch Meilen natürlich mit einem guten Wetter gesegnet gewesen. Heute kalte Temperaturen, es regnet. Trotz allem denke ich, Silke Lemmens, sie ist in Form, sie wird in diesem Bereich laufen können. Rutschmann, die Silberfavoritin, und Keller, Salamin und Koch kämpfen da um die weiteren Plätze. Lemmens mit einem guten Start. Silke Lemmens schon auf Rutschmann aufgelaufen. Diese beiden synchron unterwegs. Andrea Rutschmann vom LV Winterthur kämpft hier um eine Medaille. Silke Lemmens führt. Hinten entwickelt sich der Kampf um die silberne und die bronzene Medaille. Silber steht für Rutschmann bereit. Selke Lemmens führt, sie zieht das Rennen durch. Rutschmann auf 2. Und dann gibt es ein Riesenduell um die bronzene Auszeichnung. Das ist die Bahn 6. Carol Koch, die das Rennen für sich entscheiden kann. Das heißt, dieses Duell um die Bronzemedaille, so ist es. Silke Lemmens, die gewinnt. Andrea Rutschmann auf 2 und Carol Koch auf 3. Und 55,10 für Silke Lemmens. Eine persönliche Bestleistung, eine Superleistung von ihr. Da kann sie auf jeden Fall zufrieden sein. U23 Gold, persönliche Bestleistung. Ja, vielleicht die Distanz für die Zukunft, für die Läuferin von der LK Zug. Andrea Rutschmann, 56,30, das ist persönliche Bestleistung für sie. Und wenn dann Silke Lemmens Luft hat, Michel Herren ist bereit. Was sagt Silke Lemmens? Das war gut? Ja, es war ein sehr guter Lauf. Der Beste, der jemals gelaufen bist? Ja, also ich bin noch nicht so gelaufen, aber ja, es war ein guter Lauf. Also 55,10, das ist, ja, müssen wirklich sagen, 4 Zehntel schneller als die persönliche Bestleistung. Bist du ein bisschen schneller angelaufen? Ich glaube, Andrea hat mich vollzogen am Anfang. Aber ja, kann man jetzt nicht mehr. Also gratuliere ganz herzlich. Neo 400 Meter Läuferin Silke Lemmens, LK Zug.